Ja, herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, liebe Kolleginnen, liebe Freunde, zu unserem heutigen zweiten Abend unserer Veranstaltungsreihe über die Zwischenkriegszeit in Ost-, Mittel- und Südosteuropa unter dem Obertitel Modernisierung und Fortschritt. Ich freue mich sehr, dass wir heute mal ein Land vorstellen können, das viel seltener im Fokus unserer Veranstaltung hier steht, das auch sonst in der akademischen, sagen wir, osteuropäischen Geschichte, eher eine Randexistenz frönt, obwohl es sich, finde ich, umso mehr zu entdecken lohnt. Rumänien feiert also dieses Jahr, im Dezember, wenn ich es recht im Kopf habe, den 100. Jahrestag der Entstehung von Großrumänien, also den Moment, wo aus dem Anschluss verschiedener Landesteile, aus der Konkursmasse mehrerer Imperien und auch auf Kosten der Nachbarstaaten ein Großrumänien entstand, das vom Territorium her mehr als das Doppelte umfasste, was Rumänien vor dem Ersten Weltkrieg, woraus Rumänien vor dem Ersten Weltkrieg bestanden hatte. Aus Sicht der Nachbarn, zumindest einiger, ist Rumänien zweifellos also ein großer Gewinner des Ersten Weltkriegs. Doch diese Expansion hatte auf jeden Fall auch ihren Preis und brachte ihre Schwierigkeiten mit sich, über die uns unser heutiger Referent mehr erzählen wird. Jetzt freue ich mich, ihn heute hier vorstellen zu können, Dr. Florian Kürer-Wielach, der zu uns aus München gekommen ist. Herr Kürer-Wielach hat in Wien und Cluj studiert, also in Klausenburg. Er war in Wien als Assistent tätig am Kolleg für europäische Diktatur- und Transformationsforschung und hat dort auch 2013 promoviert mit einer Dissertation, die im Obertitel heißt Siebenbürgen ohne Siebenbürger. Zentralstaatliche Integration und politischer Regionalismus nach dem Ersten Weltkrieg. Das ist 2014 erschienen und ich gebe Ihnen das auch gerne mal rum zum Anschauen. Ja, quasi direkt nach dieser abgeschlossenen Dissertation ist Herr Kürer-Wielach nach München gekommen, ans Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, das heute ein Teilinstitut oder ein angegliedertes Institut der LMU München ist. Also ein Institut, was traditionell die Geschichte der deutschen Bevölkerungsgruppe in Donau-Karpaten-Raum untersucht und eben aber diese Geschichte des Donau-Karpaten-Raums breit beobachtet. Seit Herbst 2015 ist er Direktor dieses Instituts und verfolgt in dieser Funktion seine Forschungsschwerpunkte, soweit das eben noch möglich ist als Direktor, die sehr vielfältig sind und die, glaube ich, Ihnen auch viele Anknüpfungspunkte für den heutigen Vortrag geben. Dazu gehört eben wirklich Regionalismus, Regionalität und Nationalismus in Zentral- und Südosteuropa, die Transformationsgeschichte dieses Raumes nach 1918 und die Geschichte der Minderheiten in diesem Raum. Die Zwischenkriegszeit ist ein Spezialgebiet von Herrn Kürer-Wielach und daher haben wir hier wirklich jemanden, der sich mit dieser Epoche sehr gut auskennt. Ein neues Projekt ist ein Buch, was gerade frisch erschienen ist, was wir leider noch nicht hier haben. Sie hatten es schon in der Hand, bei uns ist es noch nicht eingetroffen, ist das Projekt Geheimdienstakten und Aufarbeitung des Kommunismus. Dazu gab es eine große Tagung 2015, wo jetzt ein Band aus den Giftschränken des Kommunismus erschienen ist, methodische Fragen zum Umgang mit Überwachungsakten in Zentral- und Südosteuropa. Es geht also um die sehr spannende und wichtige Frage für viele ost-mitteleuropäische Staaten, wie man mit dem fast überall vorhandenen, zum Teil sehr umfangreichen Material der internen Sicherheit, der internen Überwachung umgehen kann, soll, wie weit wo hier auch ethische Grenzen liegen, also eine sehr spannende Sache. Ein weiterer Band, den ich Ihnen mitgebracht habe, der den Ersten Weltkrieg betrifft, ist zusammen herausgegeben mit Markus Winkler, Mutter Land, Vater Staat, Loyalitätskonflikte, politische Neuorientierung und der Erste Weltkrieg im österreichisch-russländischen Grenzraum. Ein Sammelband, der auch in vieler Hinsicht ein bisschen den Vorlauf für unsere diesjährige Reihe anspricht. Ja, damit entlasse ich Sie auch gleich und überlasse ich das Wort Herrn Kürer-Wielach. Eine Sache noch, im zweitneuesten Heft mittlerweile von Religion und Gesellschaft in Ost und West, das wir gemeinsam mit der Redaktion kuratiert haben, ist ebenfalls ein kurzer Aufsatz von ihm,
Auch hier geht es um 1918, das Ende der Imperien und die neue Staatenwelt. Und wir haben noch einige Exemplare zu mitnehmen. Also wer mag, kann sich gerne hinterher bedienen. Damit übergebe ich Ihnen das Wort. Danke. Ich habe auch schon eingeschaltet. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Maurer, zuerst mal herzlichen Dank für diese sehr schöne Einladung. Man kommt leider weder aus München noch aus Wien sehr, sehr oft in die Schweiz. Trotzdem verbindet mich gedanklich immer sehr viel mit dem ganzen Raum. Ich spare mir jetzt natürlich den Hinweis auf Habsburg. Aber es ist auch Siebenbürgen selbst. Wenn man gerade die Phase, die ich heute beschreiben werde, hernimmt, ist sehr oft die Rede von der Schweiz. Ich bin zwar überzeugt davon, dass kaum jemand von den beteiligten Akteuren in Rumänien in der Schweiz war oder auch nur in irgendeiner Form wusste, wie es denn zugeht hier, aber es war das Idealbild für ein autonomes Siebenbürgen, für eine kantonisierte Region. Und man hat eben zumindest in einer Vision versucht, mit einer Vision von der Schweiz die Probleme dort zu lösen, wie in vielen anderen Regionen übrigens auch. Es ist weder gelungen noch in irgendeiner Form umgesetzt worden, aber das ist sozusagen schon Thema meines Vortrags, den ich auch gleich beginnen werde. Und ja, hoffe, ich kann Sie in eine Region mitnehmen, die sehr selten Thema ist, auch in der Osteuropa, Südosteuropa-Forschung, auch Zentraleuropa-Forschung. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, eine zentraleuropäische Perspektive auf Rumänien nach 1918 zu entwickeln. Im Januar 1929 schrieb der rumänische Außenminister Alexandru Vaida Voivod in einem Beitrag in der Londoner Slavonic and East European Review, dass nun nach einem Jahrzehnt der Fehlentwicklung endlich die Zeit gekommen sei, um Rumänien in einen fertile and flourishing garden, einen fruchtbaren und blühenden Garten zu verwandeln. Gerade hatte seine Partei, die Nationale Bauernpartei, mit einem überwältigenden Wahlsieg die Regierung übernommen und damit die politischen Verhältnisse in Rumänien auf den Kopf gestellt. Sie hatte mit einem Programm gewonnen, das sich auf den schon damals legendären Moment der Vereinigung der ostungarischen Gebiete, Siebenbürgen, Banat und Partium mit dem Königreich Rumänien bezog. Wir gehen also 10 Jahre zurück zum 1. Dezember 1918 und reisen von London ins siebenbürgische Alba Iulia, das auf Deutsch Karlsburg und auf Ungarisch Gyula Fehérvár genannt wird. Eine Vision für Großrumänien. Während die rumänische Armee bereits den südöstlichen Teil der Region eingenommen hatte und im Banat noch gekämpft wurde, hatten sich dort 20 Tage nach der Verzichtserklärung des Kaisers, beziehungsweise aus ungarischer Sicht König Karls IV., zigtausende Delegierte versammelt, um den Anschluss an, aber vor allem auch eine demokratische Vision für das neue kommende Rumänien zu verkünden. Die Verfasser der Resolution forderten mit der Stimme des griechisch-katholischen Bischofs Julio Hosso, hier am Rand, und unter den Augen seines orthodoxen Kollegen Miron Kristea provisorische Autonomie für die von Ungarn angeschlossenen Gebiete sowie, Zitat, erstens volle nationale Freiheit für die dort wohnenden Völker, das Recht auf Unterricht und Rechtspflege in seiner eigenen Sprache sowie auf eine eigene Verwaltung, das Recht auf Vertretung in den gesetzgebenden Körperschaften und in der Regierung des Landes, und zwar im Verhältnis zur Zahl seiner Volksangehörigen. Zweitens, die Gleichberechtigung und volle autonome konfessionelle Freiheit für alle Konfessionen im Staat. Drittens, volle Verwirklichung eines rein demokratischen Regierungssystems auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens. Allgemeines, direktes, gleiches, geheimes und proportionales Wahlrecht für beide Geschlechter. Viertens, uneingeschränkte Presse-, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit, freie Verbreitung des Gedankenguts. Fünftens, radikale Bodenreform. Der Leitfaden der Agrarpolitik soll einerseits die Förderung des sozialen Ausgleichs, andererseits die Steigerung der Produktion sein. Und sechstens,
Sicherstellung derselben Rechte für die Industriearbeiter, die in den meisten fortgeschrittenen westlichen Industriestaaten gesetzlich festgeschrieben sind. Ende des Zitats. Aus Vaida Woyvods eingangs zitierten, für ein internationales Publikum bestimmten Aufsatz vom Januar 1929 wird deutlich, dass sich die Dinge im ersten Jahrzehnt nach dem Ende der Donaumonarchie aber eher zum Schlechteren entwickelt haben. Nach der Entstehung Großrumäniens, born from a military glory and the wisdom of the Romanians, wie es Vaida ausdrückt, seien rasch 10 Jahre der Angst, Desillusion und der Erfahrung gefolgt. Vaida, der Spin-Doktor der vorwiegend von 7 Bürgern geführten Nationalen Bauernpartei, hatte im Sinne eines politischen Storytelling natürlich großes Interesse, die Zeit vor dem Krieg, vor dem Sieg der Opposition als dunkles Jahrzehnt darzustellen. Umso größer das Gefühl der Erlösung, das blickt man auf den Wahlsieg von 1928, von einem Großteil der Wähler geteilt wurde. Also ein Moment der Hoffnung. Auch wenn der neue Ministerpräsident Julio Manu nicht unbedingt wie ein Zwillingsbruder Barack Obamas wirkt, fanden wir in der Wahlbewegung der letztlich siegreichen Opposition und insbesondere in der Erlöserfigur Manus eine ganz ähnliche Dynamik der Veränderung. Der Wandel schien nun endlich möglich, der fruchtbare und blühende Garten zum Greifen nahe. Die Periode der nationalbäuerlichen Regierungen sollte jedoch 1933 wenig glorreich enden. Schüsse auf streikende Eisenbahnarbeiter durch die Exekutive und der Mord am neuen liberalen Ministerpräsidenten Tucker durch fanatische Faschisten stellten, synchron zur europäischen Entwicklung, gleichsam den Startschuss in eine Epoche der Radikalisierung und des Autoritarismus dar. Was hat dazu geführt? Einer möglichen Antwort werde ich mich in mehreren Schritten nähern. Erstens werde ich mich relativ ausführlich mit den Monaten nach 1918 auseinandersetzen, da der Blick auf die Situation in diesem Moment der Liminalität zeigt, wie wenig man auf den tatsächlichen Zusammenbruch der Donaumonarchie vorbereitet war und vor welch einer gewaltigen Aufgabe die rumänische Gesellschaft stand. Zweitens werde ich die wichtigsten Aspekte des großrumänischen Integrationsprozesses skizzieren und so zeigen, wie sich ein Machtkampf um die Dominanz im Staat entfaltet hat, der alle Bereiche des öffentlichen Lebens bis hinein in das Private, Persönliche umfasst. Und drittens zeige ich, wie die neue rumänische Opposition, die vor allem, aber implizit auf das habsburgische Erbe baut, auf die Transformation Großrumäniens reagiert, die Macht erringen kann und letztlich scheitert. Und damit alle Hoffnungen auf eine demokratische Entwicklung enttäuscht werden. Nahezu ständige Begleiter auf diesem Weg wird der bereits zitierte Alexandru Vaida Woyvod sein, da anhand seiner Biografie und seinem politischen Handeln das Nachwirken Habsburgs in die Zeit nach 1918 nahezu idealtypisch gezeigt werden kann. Ich gehe dabei jedoch nicht von einem bipolaren Analyseschema aus, das zwischen Kontinuitäten und Brüchen unterscheidet. Vielmehr möchte ich das Handeln der Akteure nach dem Ersten Weltkrieg als eine Form der Anpassung an die Verhältnisse, als Adaptionsprozess begreifen. Visionen und der Kampf um ihre Umsetzung haben in diesem Deutungsschema ebenso Platz wie Kontingenzbewältigung, spontanes Reagieren auf Veränderung, wie auch interessensgeleitendes Reden und Handeln. Um synchrone wie diachrone Kontexte herzustellen, werde ich mir erlauben, manchmal mittels Rückblenden ein wenig in der Zeit zu springen, und ich habe versucht, es auch visuell nachvollziehbar zu machen. Also erstens, 1918, ein Moment der Liminalität. Die nationale Meistererzählung stellte die Entstehung und Existenz Großrumäniens bis heute als einen unaufhaltbaren und alternativlosen Prozess und die Vereinigung nahezu aller von Rumänen bewohnten Gebiete als einzig logisches, gerechtes und sinnvolles Ergebnis dar. Also ein typisches Risorgimento-Narrativ, in dem die eigene Nation in den Mittelpunkt rückt.
Konsequenterweise wird die Zwischenkriegszeit als ein goldenes Zeitalter der rumänischen Nationalgeschichte dargestellt, was mit Blick auf alles, was danach kam, auch nicht ganz unlogisch ist. Aber eigentlich kam 1918 unerwartet, denn tatsächlich hatte sich noch einige Monate früher kaum jemand das Ausmaß der geopolitischen Erschütterung, also die völlige Auflösung Österreich-Ungarns, vorstellen können. Ganz unabhängig davon, ob man nun dynastietreu war oder ein Nationalist oder beides gleichzeitig. Rückblende in die Donaumonarchie. Die dünne, aber aktive Schicht an rumänischen Intellektuellen unter Habsburgs Kronen hatte aktiv am Umbau der Donaumonarchie mitgewirkt. Dem Banater Aurel Popovic verdanken wir mit seinem Werk Die Vereinigten Staaten von Großösterreich die wohl berühmteste Vision eines föderalen Habsburgerreiches. Weiter berichtet in seinen Memoiren aus seiner Studienzeit, wie die rumänischen Studenten in Wien an den Lippen des Professors gehangen hätten, damals vor der Jahrhundertwende im Café Wien. Weider selbst wiederum fand sich einige Jahre später im weiteren Beraterkreis des Thronfolgers Franz Ferdinand, wo eben solche Ideen einer Abschaffung des verhassten österreichisch-ungarischen Dualismus entwickelt und gewälzt wurden. Wie wir wissen, sollte es 1914 anders kommen. Noch 1916, also mitten im Krieg, hatte Weider, der im Deutschen Lyzeum in Kronstadt in Siebenbürgen und dann in Wien ausgebildete Arzt und Spross einer geadelten rumänischen, griechisch-katholischen Großgrundbesitzerfamilie, anlässlich des Kriegseintritts des Königreichs Rumänien auf Seiten der Entente, also gegen Österreich-Ungarn, einen Beitrag in der österreichischen Rundschau veröffentlicht, in dem er zur unbedingten Loyalität der ungarnländischen Rumänen zu Habsburg aufrief. Er war mit seiner gewiss auch von Pragmatismus und Realismus geleiteten, dynastisch loyalen Einstellung nicht alleine, wie ein wenige Monate später verfasstes Bekenntnis zur ungarischen Krone belegt, das von rund 200 rumänischen Politikern, Kirchenführern und Intellektuellen unterzeichnet wurde. Dynastietreue und nationale Emanzipation standen also in keinem Widerspruch. So hatte sich die im 19. Jahrhundert gegründete rumänische Nationalpartei nach der Jahrhundertwende mit Manju und Weider an der Spitze ihre Sitze im Budapester Parlament erkämpft. Als Ethnopartei hatte sie nahezu eine Monopolstellung in der Vertretung der ungarländischen Rumänen inne. Eine Einstellung, die auch nach 1918 unter den neuen Vorzeichen weiterwirken sollte. In den letzten Kriegsmonaten sahen die Vertreter der ungarländischen Rumänen die Chance gekommen, in den von einer rumänischen Mehrheit bewohnten Gebieten Ostungarns die Führung zu übernehmen. Mit oder ohne Dynastie. So war es auch Weider, der im Namen des Exekutivkomitees der rumänischen Nationalpartei im Oktober 1918 die Loslösung der ungarländischen Rumänen im Budapester Reichstag verkündete. Am Ende dieser kurzen, aber rasanten Entwicklung stand dann die Union des östlichen und südöstlichen Ungarns mit dem Königreich Rumänien. Für die rumänische Nationalgeschichte war Siebenbürgen der Eckstein der nationalen Wiedergeburt. Darum auch die Bezeichnung Mare Unire, große Vereinigung. Rückblende in das alte Königreich Rumänien. Das kleine Königreich an der unteren Donau war bereits einige Jahrzehnte zuvor in mehreren Schritten entstanden. Zuerst 1859, indem die beiden Donaufürstentümer Moldau und Walachei denselben Fürsten wählten, um Tatsachen zu schaffen. Man nennt diesen Vorgang die kleine Vereinigung. 1862 erfolgt die institutionelle Verschränkung. 1866 gab man sich eine Verfassung. 1878 erlangte das Fürstentum in der Folge des Berliner Kongresses formal die Unabhängigkeit und 1881 wurde Rumänien ein Königreich. Ähnlich wie zuvor in Griechenland und in etwa gleichzeitig mit Bulgarien wurde ein Vertreter einer fremden Dynastie auf den Thron gesetzt. So trugen ab 1866 bis 1947
Mitglieder des Hauses Hohenzollern-Sigmaringen, die rumänische Krone. Zurück ins Jahr 1918. Der Vereinigungskönig Ferdinand und seine Gemahlin Königin Maria sahen 1918 aber nicht nur ungarländische, also transleithanische Gebiete in ihr kleines Königreich hineinwachsen. Nahezu zeitgleich beschloss auch der Landtag des österreichischen, also cisleithanischen Kronlands Bukowina den Anschluss an Rumänien, wenn auch ohne spektakulären Aufmarsch. Es war ein bedingungsloser Anschluss, der in der Provinzhauptstadt Czernowitz formuliert wurde. Jedoch nur von einem Rumpflandtag, in dem längst nicht alle Vertreter der verschiedenen sprachlich-ethnischen Gruppen präsent waren. Ähnlich war es in Bessarabien verlaufen, dessen Landesrat sich schon im März 1918 vom revolutionären Russland losgesagt und eine mittelfristige Eingliederung in den rumänischen Staat avisiert hatte. Damals hatte man noch eigene Bedingungen formuliert, die unter anderem eine weitgehende regionale, auch fiskale Autonomie Bessarabiens vorsahen. Der handfeste Anschluss Bessarabiens unter großem militärischen Druck im November 1918 erfolgte dann bedingungslos und nur mit schwacher Legitimation. Das war also die herausfordernde Situation zu Jahresende 1918. Rumänien hatte sich mit einem Schlag flächenmäßig und einwohnermäßig verdoppelt. Das Territorium war von 138.000 Quadratkilometern auf nahezu 300.000 angewachsen. Die Bevölkerung von 7,8 Millionen auf nahezu 15 Millionen gestiegen und sollte bis 1930 auf 18 Millionen Einwohner anwachsen. Noch viel schwerer wogen jedoch die unterschiedlichen historischen Prägungen, die die zusammengeschlossenen Regionen auszeichneten. Das sogenannte Alte Königreich konnte wie geschildert auf eine Eigenstaatlichkeit mit relativer Unabhängigkeit seit 1859 verweisen. Gleichzeitig aber wies das Land eine überkommene ständische Prägung auf. Die politische Landschaft war insofern sehr eintönig, als das nur allmählich gelockerte Zensuswahlrecht eine immer gleiche, sehr dünne Schicht an Bojaren begünstigte und den Großteil der Bevölkerung von einer politischen und ökonomischen Partizipation ausschloss. Die ungarländischen Rumänen, von denen war ja schon mehrmals die Rede, konnten hingegen auf eine Tradition der politischen Teilhabe verweisen, die sich am steigenden Assimilierungsdruck seitens der magyarischen Hegemonialkultur bewähren musste. In der Bukowina partizipierten die Rumänen am auch im innerhabsburgischen Vergleich relativ liberalen Regime Wiens. Selbst die Rumänen in Bessarabien, das seit 1812 dem Zarenreich angegliedert war, konnten auf ihre regionalen und lokalen Vertretungs- und Verwaltungsinstanzen verweisen. Neben den unterschiedlichen historischen Prägungen ist der hohe Grad an konfessioneller und ethnischer Diversität ein wesentliches Merkmal der neu angeschlossenen Gebiete. Im kleinen Vorkriegsrumänien spielten Minderheiten hingegen nur eine sehr untergeordnete Rolle. Mit 1918 hatte dieser Staat auf einmal rund ein Drittel Nicht-Rumänen, darunter einige Orthodoxe, und ein Drittel Nicht-Orthodoxe, darunter einige Rumänen, zu integrieren. Die Rumänen als ethnisch-nationale Gruppe machten 71,9% der Gesamtbevölkerung aus. Der Rest verteilte sich auf eine Vielzahl von Ethnien, darunter 7,9% Ungarn, 4,1% Deutsche und 4% Juden. Ähnlich verteilt sich das bei den Konfessionen. Ein Fokus auf die neuen Gebiete zeigt das Ausmaß der demografischen Veränderung noch deutlicher. In Siebenbürgen lebten beispielsweise nur 57,6% Rumänen. Der große Rest der Bevölkerung gehörte ethnischen Minderheiten an. Am bedeutendsten unter ihnen waren ungarische und deutsche Gruppen. In Siebenbürgen waren zudem ungefähr die Hälfte der Rumänen Anhänger der unierten Kirche, also nicht orthodox. In der Bukowina wiederum bekannten sich nur 44,5% zur rumänischen Ethnie, also keine Mehrheit. Dort wurden auch 27,7% Ruthenen und 10,8% Juden gezählt. In der Dobrudscha waren es beispielsweise auch nur 44% Rumänen, 22% Bulgaren, 8,5% Türken und so weiter.
Wie der Historiker Peter Judson, dem wir ein wichtiges und aktuelles Buch zur Donaumonarchie verdanken, festgestellt hat, existierten die habsburgischen Lebenswelten in den Nachfolgestaaten weiter. Der so plötzlich entstandene großrumänische Staat hatte also eine Translatio Imperii, die umfassende ökonomische, gesellschaftliche, politische, kulturelle, institutionelle und mentale Integration erst vor sich. Mit Blick auf die soeben geschilderten Umstände mag es kaum mehr verwundern, dass sich die bereits in den ersten Wochen nach dem Zusammenschluss, dass sich bereits in den ersten Wochen ein Kampf zwischen Alt- und Neurumänien um die Vorherrschaft im Land abzeichnete. Neben dieser regionalen, auch innerrumänischen Demarkation war das Verhältnis zwischen Mehrheit und Minderheiten ein prägender Faktor der Transformationsphase nach 1918. Darum nun zur Perspektive der Minderheiten. Auch für die verschiedenen nicht-rumänischen und nicht-orthodoxen Einwohner der angeschlossenen Gebiete war die neue Lage letztlich alternativlos. Es wurden, wie im Falle der Magyaren im Westen und der Russen im Nordosten, aus Mehrheitlern, aus Angehörigen der dominierenden Nation, Minderheitler. Sie wurden Bürger eines Staates, der auf ethnonationaler Basis dem rumänischen und hinsichtlich der Konfession dem orthodoxen de facto und letztlich auch de jure den Vorrang gab. Entsprechend reagierten die verschiedenen Minderheitengruppen. Sie bewahrten ihre tendenziell ablehnende Haltung entweder entschieden und dauerhaft, wie ein größerer Teil der magyarischen Akteure, die in die politische Passivität flüchteten, hielten sich mit einer eigenen Anschlusserklärung noch zurück, wie die Siebenbürger Sachsen, bis in den Januar 1919, oder warteten wie die ungarländischen Juden auf die internationale Bestätigung der Lage. Zum Verständnis der Minderheitensituation ist es wichtig festzustellen, dass wir jedoch keineswegs von homogenen ethnonationalen Gruppen ausgehen können. Die deutsche Minderheit, die jüdische Minderheit, die ungarische Minderheit existierte, zumindest vorerst, nur auf dem Papier und in der Rhetorik der Politiker. Diese mussten aus nachvollziehbaren Gründen ein Interesse daran haben, möglichst große, schlagkräftige und homogen erscheinende Gruppen zu generieren, die sie zu vertreten und zu führen gedachten. Analog zur rumänischen Situation waren eben auch die nationalen Minderheiten keineswegs Monolithen, sondern zerfielen in verschiedene regionale, konfessionelle oder sogar sprachliche Prägungen. Evangelische Sachsen standen katholischen Schwaben gegenüber, jüdische Gruppen sprachen unterschiedliche Sprachen und gehörten unterschiedlichen Strömungen an. Selbst die Magyaren zerfielen in mehrere Konfessionen und so weiter. Dementsprechend schwierig gestaltete sich die Gründung von ethnonationalen Dachorganisationen. Erst als sich die großrumänische Situation als Dauerzustand zu erweisen schien, etablierten sich landesweite, nach nationalen Kriterien abgegrenzte politische Vertretungen der Minderheiten. Eine zunehmende Rolle spielten dabei freilich die Kin States wie Deutschland, Ungarn, Bulgarien oder auch die Vision eines noch nicht existierenden Eretz Israel. Die siebenbürgische Episode 1919-1920. Die Friedensverträge von Paris sollten all diese Bodenprobleme gleichsam aus der Vogelperspektive lösen und die mehr oder weniger spontane Nachkriegsordnung auf internationaler Ebene bestätigen. Im Mittelpunkt stand dabei die Geopolitik. Die Idee vom Selbstbestimmungsrecht der Völker lieferte die Grundlage, eine möglichst breite und stabile Pufferzone aus neuen und vergrößerten Staaten zu errichten, die den größten Unsicherheitsfaktor nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches auf Distanz halten sollte. Die revolutionäre und damit völlig unberechenbare russische Sowjetrepublik, beziehungsweise formal ab 1922 dann Sowjetunion. Den beiden für Rumänien relevanten Verträgen, Saint-Germain 1919 für die ehemals österreichischen und Trianon 1920 für die ehemals ungarischen Gebiete, war ein Minderheitenschutzvertrag vorgeschaltet, den der Völkerbund als Bedingung für den Abschluss vorgab. Er war Teil eines ganzen Systems von Minderheitenschutzverträgen, das als ausgleichendes Element zwischen
nationalstaatlichen Anspruch und Nationalitäten staatlicher Realität errichtet wurde. Der Vertrag verpflichtete die rumänische Regierung unter anderem, allen Einwohnern ungeachtet der Geburt, der Staatsangehörigkeit, der Sprache, der Volkszugehörigkeit und der Religion den vollen Schutz des Lebens und ihrer Freiheit zu garantieren, jene Personen als gleichberechtigte Staatsbürger anzuerkennen, die bei Inkrafttreten des Vertrages auf rumänischem Gebiet wohnen, sowie alle Personen mit österreichischer oder ungarischer Staatsbürgerschaft, die auf den Rumänien angegliederten Gebieten geboren sind, als rumänische Staatsbürger anzuerkennen und den Gebrauch der Muttersprache im öffentlichen Leben zu garantieren. Darüber hinaus wurde die rumänische Regierung verpflichtet, die bereits seit dem Berliner Kongress von 1878 existierende Auflage zu erfüllen, den rund 250.000 im Land lebenden Juden endlich die Staatsbürgerschaft zu verleihen. Der in der Politik des Königreichs erfahrene nationalliberale Ministerpräsident John Bratiano schätzte diesen Schritt als derartig unpopulär ein, dass er es vorzog, gegen diese Beschlüsse zu protestieren, den Verhandlungstisch in Paris zu verlassen und zumindest zeitweilig von seinem Amt als Ministerpräsident zurückzutreten, das er nicht unterschreiben muss. Die weiteren Verhandlungen führte der ab 5.12.1919 regierende erste nach 1918 durch landesweit durchgeführte Wahlen legitimierte Ministerpräsident Rumäniens, der Siebenbürger Alexandru Vaida Voivod. Vaidas Kabinett, das als tendenziell minderheitenfreundlich einzuschätzen ist, existierte jedoch nur bis März 1920. In diesem Moment wurde auch die teilautonome Verwaltung der von Ungarn abgetrennten Gebiete endgültig aufgelöst. So begann eine Phase der Dominanz der Politik des sogenannten Altreichs, geführt von der liberalen Partei, die sich nur so nannte, und vom König gestützt. Mit anderen Worten könnte man sagen, hier haben die Vorkriegsnetzwerke weiter funktioniert. Für die anderen Parteien, allen voran die Siebenbürgische Nationalpartei, galt es, das Oppositionshandwerk unter den neuen, nominell pluralistischen, aber verzopften Bedingungen erst zu erlernen. Die Weichen waren nun also gestellt, der Pfad, den man betreten hatte, sollte in einen Zentralstaat führen. Zweitens die institutionelle Transformation. Das Ziel einer institutionellen Transformation in ein funktionierendes Staatswesen, der dann auch eine mentale Integration folgen sollte, war von drei fundamentalen Prozessen geprägt: Zentralisierung, Rumänisierung und Verstaatlichung. Zur Zentralisierung. Die Frage, wie denn der Staat in Zukunft organisiert sein sollte, betraf alle rumänischen Staatsbürger. Sollte es sich hier um einen föderalen Staat handeln, wie es vor allem die Eliten Neurumäniens forderten? Oder sollte man weiterhin am französischen Modell des Zentralstaates festhalten? Sie sehen die Antwort bereits an der Karte hinter mir. An dieser vordergründig administrationstechnischen Frage hingen letztlich alle weiteren Schritte gesellschaftlicher Ausgestaltung: Verwaltung, Finanzen, Rechtsprechung, Bildungswesen, Kultur, Kirche etc. Bereits 1920 mit dem Scheitern des Kabinetts Vaida und der Abschaffung der Autonomie in Westrumänien wurde die Verwaltung Schritt für Schritt zentralisiert. Die endgültige Entscheidung fiel nach 10 politischen Ringen 1923 mit der Verabschiedung der neuen Verfassung durch die liberale Regierung bzw. das von ihnen dominierte Parlament. Das neue Grundgesetz basiert in weiten Teilen auf dem alten von 1866. Rumänien sollte also auch als Großrumänien ein Zentralstaat bleiben, wie es im Übrigen aber auch die ungarische Reichshälfte bis 1918 war und als geschrumpftes Ungarn dann weiterbleiben sollte. Auch nach dem Beschluss kämpfte die innerrumänische Opposition, vereint mit den Minderheiten der neuen Gebiete, gegen die Verfassung, die als von einer kleinen Elite oktroyiert empfunden wurde und mit der man sich nicht identifizierte. So wurde unter anderem kritisiert, dass die Grundsätze vom 1.12.1918 nicht berücksichtigt worden seien und die Verfassung nicht auf die Rechte der Arbeiter, der nationalen Minderheiten, der Frauen, der Konfessionen und auf die Freiheit des Unterrichts in dem Maße eingehe, wie es eben der
Zitat, endgültige und gerechte Vertrag von Alba Iulia vorgesehen hätte. Das Problem dabei, das war eine Resolution und kein rechtlich bindender Vertrag. Rumänisierung. Die Regierungen Großrumäniens, aber letztlich auch die meisten in Opposition befindlichen Parteien, verlangten und forcierten den Aufstieg der ethnischen Rumänen im neuen Staat. Das Nationale kann in diesem Zusammenhang vor allem als Vehikel gesehen werden, um die wirtschaftlichen und sozialen Chancen, die sich im Rahmen des neuen staatlichen und gesellschaftlichen Umfelds boten, zu nützen. Denn obwohl die Rumänen in fast allen Teilen Großrumäniens in der quantitativen Mehrheit waren, fühlten sie sich aufgrund ihrer eher schwachen gesellschaftlichen und ökonomischen Position nach wie vor sozial und politisch unterlegen. Diese Situation sollte mit gezielten Rumänisierungsmaßnahmen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens, Schule, Wirtschaft, Kultur, Verwaltung geändert werden. Dies begann mit der Verweigerung von Gruppenrechten von ethnischen und konfessionellen Minderheiten, führte über relativ kurzfristig anberaumte Sprachprüfungen bei Nichtmuttersprachlern im Beamtenapparat bis hin zur Rumänisierung des öffentlichen Raumes im Sinne von Straßenumbenennungen und der Errichtung neuer Denkmäler. Hier kam auch die romanische Brüderlichkeit zum Tragen, als die Stadt Rom gleich mehrere kapitolinische Wölfinnen herschenkte. Ein ganzes Rudel sozusagen. In Bukarest stand die Kapitoliner schon seit 1906, in Cluj-Napoca seit 1921, Târgu-Mureș 24, Timișoara 1926 und so weiter. Es wurden dann auch viele Kopien aufgestellt. Man kann dies eben auch als Zeichen einer sichtbaren Landnahme deuten. Und drittens Verstaatlichung. Eine Tendenz, die Minderheiten wie Rumänen traf, war das Durchgreifen des Staates. Einerseits wurde weit über das in Kriegs- und Krisenfall nötige Ausmaß hinaus mit Zensur und der Verhängung des Ausnahmezustands regiert. Andererseits wurde das vor allem in den Gebieten der ehemaligen Donaumonarchie übliche System der Kirchenschulen ausgehungert, während gleichzeitig viele staatliche Schulen errichtet wurden. Dies war freilich bei der Bekämpfung des Analphabetismus wichtig, führte aber natürlich auch zum Verlust einer wichtigen Institution zur Bewahrung von kollektiven Identitäten unterhalb der nationalen Ebene. Sei es bei den orthodoxen und unierten rumänischsprachigen Schulen, wie auch bei den Einrichtungen der nicht rumänisch geprägten Konfessionen, wo man die Kirchenschulen als besonders wichtigen Ort der Identitätsbewahrung sah. Die umfassende, wenn auch inkonsequent und mit Bevorzugung der Rumänen durchgeführte Agrarreform wiederum sollte jene Umverteilung ermöglichen, die zur Selbstermächtigung der sozial schwächeren Bevölkerungsgruppen führen sollte. Gleichzeitig entzog man aber beispielsweise den siebenbürgisch-sächsischen evangelischen Gemeinden mit der Verstaatlichung und Umverteilung ihres Waldbesitzes die Finanzierungsgrundlage ihrer Gemeinden und damit auch ihrer Schulen. So wurde aus der hoffnungsvollen, wenn auch überraschenden Union von 1918 also bald ein Verteilungskampf um Ressourcen und politische Dominanz. Diese Entwicklung blieb freilich nicht unwidersprochen. An die Spitze der Opposition setzten sich die habsburgischen Rumänen. Drittens, Habsburgs Wiedergänger auf der Siegesstraße. Nach dem abrupten Ende der ephemeren Koalition aus Neurumänen und kleineren Oppositionsparteien aus dem Alten Königreich im Frühjahr 1920 und der Einleitung des soeben beschriebenen Wandels brauchte die Opposition eine ganze Weile, um sich zu sammeln. Im Wesentlichen baute die Nationalpartei auf ihren Antizentralismus und auf zumindest vorgebliche Empathie für die Minderheiten. Teilte man doch in den Regionen eine gemeinsame Geschichte. Dass die sowohl medial als auch auf den Straßen geführten Kampagnen immer größeren Anklang fanden, war nicht zuletzt Alexandru Vaida-Voivo zu verdanken. Er sorgte im Gegensatz zum eher besonnen argumentierenden Iuliu Maniu für griffige Slogans und provozierte mit seinen Aussagen den Zorn seiner Gegner. Am bekanntesten ist sein Kampfesruf Siebenbürgen den Siebenbürgern geworden, der sich auf die angebliche Aussage von Ministerpräsident Bratiano im Zuge der Union bezog, als dieser gesagt haben soll, man wolle zwar Siebenbürgen, jedoch am besten ohne die Siebenbürger.
Die Kampfeslosung wurde auch bald in den anderen Regionen Neurumäniens übernommen und entsprechend modifiziert und fand naheliegenderweise auch bei den Minderheiten Anklang, die sich teilweise wohl an zumindest vermeintlich bessere Zeiten zurückdenkend von einer Dezentralisierung, ein Nachlassen des Rumänisierungsdrucks versprachen. Weider, der wohl durchaus genoss, auf diese Weise regelmäßig im Mittelpunkt der Debatte zu stehen, hatte das Handwerk des Populismus beim Meister seiner Zeit gelernt. In seinen heimlich im kommunistischen Hausarrest verfassten Memoiren erzählt er von der Bewunderung für den christlich-sozialen Bürgermeister von Wien, Karl Lueger. Dieser hatte sich bis zu seinem Tod 1910 als Sozialpolitiker und Modernisierer profiliert. Gleichzeitig jedoch agierte er mit antisemitischer und antimagyarischer Propaganda, was ihm letztlich auch die Ehrenbürgerschaft Bukarests einbrachte. So weisen Luegers und Weiders Haltung, wenn auch unter verschiedenen epochalen Umständen, große Parallelen auf. Die massenbewegend, populistisch, modernistisch, reformistisch, aber antiliberal. Es mag also wenig verwundern, dass Weider dem ehemaligen Parlamentarier in Budapest und seinen Mitstreitern ihre dynastischen, patriotischen und traditionellen Gefühle in der politischen Diskussion ostentativ zum Vorwurf gemacht wurden. Delikaterweise trieb ein siebenbürgischer Landsmann den Konflikt auf die Spitze, der literarisch talentierte, doch politisch zunehmend radikalisierte Octavian Goga, der als einer von wenigen bereits vor dem Ersten Weltkrieg für eine Vergrößerung des rumänischen Staates eintrat. Politiker wie Maniu und Weider Voivod bezeichnete er als Geister der Vergangenheit, als Wiedergänger der Habsburgtreue. Wie die Gespenster aus Henrik Ibsens Bühnendrama würden sie in Bukarest umherwandeln, um sich im Namen Budapests für das Ende des alten Ungarns an den Rumänen zu rächen. Goga und seine Mitstreiter beurteilten den österreichisch-ungarischen Einfluss im Gegensatz zu den lateinischen Wurzeln der Rumänen als fremd und schädlich und verwiesen lieber auf eine Verbundenheit mit der französischen Kultur. Die siebenbürgischen Politiker müssten endlich den richtigen geistigen Weg einschlagen, sodass die hybride Mixtur, die ihnen in der Donaumonarchie als intellektuelle Nahrung gedient habe, endlich ein Ende finde. Weider Voivod sei ein Mann aus Budapest und wolle Siebenbürgen vom Rest des Landes trennen, indem er die großösterreichischen Ideen aus der Wiener Lumpenkammer hervorhole. Politiker wie er liefen nun entwurzelt auf der Calea Victoriei, auf der Siegesstraße in Bukarest umher, verweigerten die Speisen und den lokalen Humor, hegten generelles Misstrauen, stritten mit den Hotelportieren und den politischen Parteien gleichermaßen, erzählten ungarische Anekdoten und beriefen sich auf die falsche Geschäftsordnung, nämlich die des Budapester Parlaments, seien genervt, protestierten und stimmten mit allen und mit niemandem. Sie seien eben Regionalisten. Die harsche Kritik, die wohl auch viel über die Kritiker aussagt, nützte jedoch wenig. 1926 vereinigte sich die Siebenbürgische Nationalpartei mit der im Altreich verankerten Bauernpartei zur Nationalen Bauernpartei. Dies kommt einer doppelten Ausweitung der Kampfzone gleich. Einerseits erschloss man sich neue Gebiete, andererseits erweiterte man auch sein ideologisches Profil, indem man die sehr auf die soziale Frage konzentrierten Agenten der Bauernpartei übernahm. Begünstigend kam der völlige Vertrauensverlust seitens der Bevölkerung in die Regierung der Liberalen bzw. ihrer Satellitenparteien, die sich ihre Macht mit Wahlmanipulationen und Instrumentalisierung der Behörden sicherte. Julio Maniu, die zentrale Figur der Opposition, wurde nicht zuletzt von seinem Spielmacher Weider zum Retter und Erlöser Rumäniens stilisiert. Der Begriff Siebenbürgen, Ardeal, Transsilvania, stand längst nicht mehr nur für den territorialen Schlussstein eines rumänischen Risorgimento, sondern wurde selbst zum politischen Programm. Siebenbürgen stand für eine Gegenvision, die am 1.12.1918 in Alba Iulia klar und deutlich formuliert worden war. Am siebenbürgischen Wesen sollte Rumänien genesen. Also noch einmal ein Moment der Hoffnung. So konnten die
Nationalzaristen, die Nationalen Bauernpartei, Ende 1928 eben tatsächlich einen fulminanten Wahlsieg erringen, als nahezu 78% der Wähler für sie stimmten. Manju wurde Premierminister, Weider bekleidete das Amt des Innenministers. Die Opposition hatte es offensichtlich besser verstanden, mit der für Rumänien neuen Form der Massendemokratie umzugehen, benötigte kaum Lock- und Druckmittel, die ihr als wahlausrichtende, vom König nominierte Regierungspartei durchaus zur Verfügung gestanden wären. Es war völlig ausreichend, die reale, krisenhafte politische Großwetterlage zu nutzen und eine Vision zu entwickeln, auf die die Wählermassen ansprachen. Es lag also nahe, dass die Themen Wahlrecht und Landreform im Mittelpunkt des politischen Diskurses standen. Die neue Konfliktlinie verlief in dieser Logik entlang eines politischen Generationenkonflikts, weniger entlang regionaler Demarkationen wie zu Beginn. Ancien-Regime versus demokratisch Gesinnte, Willkür und Byzantinismus versus Rechtsstaatlichkeit, Oligarchie versus parlamentarischer Repräsentation. All dies geschieht vor dem Hintergrund des Aufkommens der Massendemokratie, multiplen Transformationskrisen inklusive ökonomischer Fehlentwicklungen und der mit all diesen Faktoren zusammenhängenden ideologischen Verschärfung in ganz Europa. Der Antritt der Regierung Manju wird als radikaler Wendepunkt dargestellt, als Ende eines Albtraums, als Rückbesinnung auf die 1918 formulierten gemeinsamen Werte und Ziele. Der fruchtbare und blühende Garten schien zum Greifen nahe. Ende der Hoffnung. Die Regierung Manju I begann umgehend mit den Reformen des Staatsapparats. Die Exekutive wurde reorganisiert, ihre Ausbildung verbessert und ihre Zugriffsmöglichkeiten eingeschränkt, womit man darauf abzielte, die Akte der behördlichen Willkür zu reduzieren. Eine umfassende Verwaltungsreform sollte das Land nach dezentralen Gesichtspunkten neu ordnen. Auf wirtschaftspolitischer Ebene wurde das protektionistische System abgeschafft, ausländische Investoren sollten gefördert werden. Die Unveräußerlichkeit der durch die Bodenreform zugewiesenen Grundstücke wurde aufgehoben, was die Zusammenlegung kleinerer Agrarflächen und somit ihrer effizienteren Bearbeitung ermöglichte. Die Regierung versuchte zudem auch für die Arbeiterschaft bessere rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Nur kurze Zeit nach dem Antritt Manjus zeigte jedoch auch die Weltwirtschaftskrise ihre Folgen, sodass viele Maßnahmen der Regierung ihre erwartete positive Wirkung niemals entfalten konnten. Die Preise für Rumäniens wichtigstes Exportprodukt, Getreide, verfielen zusehends. Die voranschreitende Verschuldung betraf nicht nur die Bauern und die Unternehmen, sondern führte auch den Staatshaushalt an den Rande der Insolvenz. Entgegen den Ankündigungen in der Oppositionszeit mussten die Steuern erhöht werden, was die von der Wirtschaftskrise ohnehin schlechte Stimmung in der Bevölkerung weiter anheizte. Bei einem Arbeiterstreik im siebenbürgischen Lupin 1929 wurden durch das Eingreifen der Gendarmerie 29 Menschen getötet. Die Regierung suspendierte die lokalen Entscheidungsträger, die für das brutale Vorgehen der Armee gegen die eigene Bevölkerung verantwortlich gemacht wurden, umgehend. Letztlich bedeuteten diese gewaltsamen Ereignisse aber auch den ersten Bruch mit den Versprechen, den die Nationale Bauernpartei in ihrem Wahlkampf gegeben hatte. Auch Manjus Regierung griff nun zu restriktiven Maßnahmen. Die Pressezensur existierte weiterhin, wenn auch mit etwas anderen Methoden. Es wurden erst die gedruckten Exemplare eingesammelt, anstatt schon vor Drucklegung zu zensieren. Das Vertrauen in die Regierung sank rapide. Es folgte eine unstete Zeit mehrerer nationalbäuerlicher Kabinette, unterbrochen von einem ebenso missglückten Experiment eines vorgeblichen Technokratenkabinetts, das jedoch in erster Linie dazu da war, die autoritären Tendenzen des neuen Königs, Karl II., umzusetzen. Dieser erste Versuch des Königs, über die Köpfe der Parteipolitiker hinweg zu regieren, scheiterte jedoch vorerst. Ab 1933 fungierte Weider als Ministerpräsident. Er sah sich jedoch nicht nur mit zunehmenden sozialen Spannungen im Land konfrontiert, sondern musste auch eine vom Ausland erzwungene Austeritätspolitik verfolgen, die bald die Grenzen des Sozialverträglichen überschritt.
Außerdem überwarfen sich die alten Kameraden Magnon weiter und teilten damit ihre Partei in zwei Lager. Ein Unterstaatssekretär organisierte im Februar 1933 die Räumung der Eisenbahnwerkstätten im Bukarester Stadtteil Grivița, wo die Arbeiterschaft besonders heftig protestierte. Im Gegensatz zum blutigen Armeeeinsatz von 1929, wo die Verantwortlichen zumindest ihrer Ämter entbunden worden waren, wurde der Einsatz der Armee, bei der 7 Arbeiter ums Leben kamen, diesmal vom Parlament mit breitem Konsens gebilligt. Lediglich die Sozialdemokratie und kleinere Bauernparteien protestierten gegen diese Vorgangsweise. Weider argumentierte, dass er mit dem vergossenen Blut einen Sturzbach aufgehalten habe, namentlich eine bolschewistische Revolution. Dieses immer wieder evozierte Feindbildszenario konnte die Selbstdiskreditierung der Regierung Weider Voivod und letztlich der gesamten demokratisch orientierten Politik aber nicht verhindern. Staatsschüsse in eine autoritäre Ära. Komme zum Schluss. 1933 endete also als nationalbäuerliche 1933 endete also das nationalbäuerliche neurumänische Kapitel gewalttätig. Auch die zweite liberale Ära begann mit Gewalt. Ende des Jahres erschießen Anhänger der faschistischen Legion, des Erzengel Michael, den neuen Ministerpräsidenten Tucker. Die kommenden Jahre waren wie in weiten Teilen Europas von einer Radikalisierung der politischen Landschaft geprägt. Ein in Rumänien nahezu als traditionell zu bezeichnender Antisemitismus wurde nicht nur in den verschiedenen Oppositionsbewegungen, sondern auch in Regierungskreisen immer mehr salonfähig. Weider Voivod gründete eine faschistische Bewegung namens Rumänische Front und machte Rumänien den Rumänen zu seiner Kampfeslosung, also nichts mehr mit Siebenbürgen, den Siebenbürgern. Letztlich hielten sich nun alle Parteien eigene Parteiarmeen, die Hemden in verschiedenen Farben. Die Straßen werden zum Aufmarschgebiet. Besonders stach die Legion, die sich eben auch Eiserne Garde nannte, hervor, die zeitweise zur drittgrößten faschistischen Bewegung in Europa anwuchs. Weider wiederum prägte den Begriff vom Numerus Wallachicus, das sieht man auch hier, einen Numerus Clausus für Nicht-Rumänen in den staatlichen Einrichtungen. Wahlen hatten keine Bedeutung mehr. Es ist ein Parlamentarismus ohne Demokratie. Was folgt, ist unter anderem die wirtschaftliche Marginalisierung der Minderheiten, insbesondere der Juden. Diese fand ihren Höhepunkt in einem von der letzten, von demokratischen, vom rechtsradikalen Octavian Goga geführten Regierungen, wo ein Staatsbürgerschaftsgesetz beschlossen wurde, mit dem rund 35% der Juden in Rumänien wieder ausgebürgert wurden. Im Frühjahr 1938 beendete König Karol II. Die Parteiendemokratie, die stets mehr Partei als Demokratie war, mit der Einführung seiner Königsdiktatur. Sein erster Ministerpräsident wurde der Patriarch Miron Cristea, jener orthodoxe Regionalbischof, der damals in Alba Iulia bei der Verlesung der Resolution präsent war. Weider Voivod bekam einen Sitz im Kronrat und wurde 1940 sogar Führer der Einheitspartei, Front der nationalen Wiedergeburt, fiel jedoch noch im selben Jahr gemeinsam mit seinem Diktatorkönig, der abdanken musste, nachdem Nordsiebenbürgen auf Hitlers Geheiß wieder ungarisch geworden war. Weider starb 1950 im Hausarrest, wie auch 20 Jahre später der Verkünder der Resolution vom 1.12.18, Bischof Hossu. Julio Maniu kam 1953 als politischer Gefangener im berüchtigten Gefängnis von Siget ums Leben. Auf der Siegesstraße in Bukarest aber wehten derweil längst die roten Fahnen. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank für diesen sehr spannenden Einblick in eine sehr spannende Phase der rumänischen Geschichte und die, glaube ich, zu einigen Fragen Anlass geben wird. Ich habe ein Mikrofon, ich gebe es rum. melden Sie sich. Also ich wollte Sie fragen,
Ich habe mal gelesen, dass es den Rumänen in Siebenbürgen verboten war, sich im Seglerland, also im ungarischen Teil, und auf dem Königsboden niederzulassen. Stimmt das? Oder über einen großen Teil im Königreich Ungarn? Da müsste man jetzt einige Zeit zurückgehen und weniger in Ethnien denken als in ständischen Kategorien. Also wir reden hier vom ausgehenden Mittelalter, von der frühen Neuzeit, wo die Region Siebenbürgen tatsächlich wie viele andere nach ständischen Kriterien organisiert waren. Und da war es tatsächlich so, dass man sich nicht überall als, eigentlich nicht als Rumäne, sondern eigentlich als Orthodoxer mit einer gewissen Lebensform niederlassen durfte. Natürlich war das ja deckungsgleich mit dem, was man später als rumänisch bezeichnet hat. Aber letztlich waren das eben ständische Verbote und keine ethnonationalen, wie später interpretiert wurden. Aber es ist richtig, dass gewisse Klassen, würde man später sagen, nicht überall siedeln durften. Insbesondere natürlich das Stadtrecht war ihnen verwehrt. Wenn man sich die ersten Karten der Präsentation anschaut, dann könnte man fast denken, was Gott durch ein Gebirge getrennt hat, das soll der Mensch nicht vereinen. Und meine Frage wäre, zum Verhältnis von Unierten und Orthodoxen. Also Religion ist ja bisher nur am Rande vorgekommen. Inwiefern wird das instrumentalisiert? Inwiefern gibt es da Konflikte? Und inwiefern nützt das eine Partei? Ich habe das Thema nur angedeutet, weil das wäre, da müsste ich jede Woche kommen, weil das ein Riesenthema ist, das aber das natürlich sehr wichtig ist, weil da ganz ähnliche Prozesse vor sich gehen. Vielleicht noch ganz kurz zu den Karpaten, die man hier sozusagen nur inversiert sieht. Also es ist natürlich die Karpaten, der Karpatenbogen spielt dann auch in der Rhetorik eine große Rolle. Und man muss ja auch uminterpretieren. Man hat zuerst die Karpaten als Rand einer pannonischen Ebene, die eben auch als Wall irgendwie gegen Osten dienen sollen. Und auf einmal muss man völlig neu denken und sich überlegen, was machen wir jetzt? Das war mitten in dem Land, einen Berg. Ja, na gut, die Ungarn haben die Donau, da könnte man sagen, die trennt das Land, na, die verbindet das Land. Na, dann ist das unser Rückgrat. Also man muss sozusagen auch rhetorisch sich wieder ein arrondiertes territoriales Gemeinschaftsgefühl schaffen. Und das funktioniert, indem man sagt, die Karpaten, der Wald, das war immer der Freund der Rumänen, da haben wir uns versteckt, wenn die Feinde gekommen sind. Dort hat das rumänische Ethnos überlebt, also so wurde das dann eben positiv uminterpretiert. Zur Kirche vielleicht nur ganz kurz, gerade in Siebenbürgen ist es ziemlich genau halbe-halbe, also bei den Rumänen. Das heißt, die Hälfte der siebenbürgischen Rumänen, also immerhin 3 Millionen, sind nicht orthodox, was natürlich überhaupt nicht in das Schema passt. In der Verfassung von 23 ist die orthodoxe Kirche auch als die dominante Kirche bezeichnet, also als de facto Staatskirche. Und dann kommen so Leute wie Walter Woiwod und auch Man Yu und sind jetzt nicht nur einerseits so irgendwie noch so mit so einem habsburgischen Geruch da, ne, an, sondern auch noch bei der falschen Konfession, die unangenehmerweise aber im 18. Jahrhundert auch noch die Rumänen überhaupt erfunden hat. Weil diese Unierten sind natürlich nach Rom studieren gefahren. Und dort hatten sie zum ersten Mal Kontakt mit dieser Idee der Romanità und brachten diesen Gedanken überhaupt erst auf. Ne? Also haben sozusagen die Falschen die Rumänen erfunden, ne? Nämlich die Unierten. Und das geht dann in einen richtigen Kulturkampf, der wird auch expressis verbis so bezeichnet, wo tatsächlich in Siebenbürgen, vor allem in den 20ern, darum gekämpft wird, welche Konfession beherrscht jetzt diese Region. Also da geht es dann ziemlich scharf zu. Wichtig vielleicht noch als Schlusspunkt, 1948 wird die unierte Kirche mit der orthodoxen zwangsvereinigt. Und das ist eigentlich damit auch wie in anderen eben sozialistischen Staaten das auch Ende, zu dieser Zeit. Genau. Ja. Es gibt die heute wieder, aber viel weniger. Mich würde noch interessieren, ob Sie noch ein bisschen mehr zur Geschichte oder zur Funktion der Monarchie sagen können in diesem ganzen Zeitraum. Ja. Wir haben gesehen, dass das bittere Ende quasi mit der autoritären Herrschaft, aber konnte die Monarchie zumindest in den ersten Jahren eine integrierende Funktion spielen oder wie
Welche Rolle spielte sie? Spielte sie überhaupt eine? Spielte sie nur eine öffentliche? Die ehemalige Donaumonarchie oder die rumänische Monarchie? Ja, also der Vereinigungskönig Ferdinand und auch sein Vorgänger Karl I. haben eigentlich ein sehr gutes Image bis heute. Also die waren ja Deutsche, Preußen eigentlich sogar. Das könnte man auch eher negativ sehen. Die wurden aber immer eher als integrative Figur gesehen. Vor allem dann Ferdinand und seine Frau Maria, die in Paris bei den Verhandlungen sehr aktiv war für die rumänische Vereinigung. Da gibt es jetzt endlich Forschungen dazu, die langsam aufkommen, haben eher ein positives Bild für dieses Königshauses hinterlassen. Es gab vor einigen Jahren auch die Wahl zum größten Rumänen aller Zeiten und da hat König Karol sogar gewonnen. Ne? Also, obwohl er gar kein ethnischer Rumäne ist. Stalin hat die in der Sowjetunion auch gewonnen. Ja. Aber das war jetzt ein schlechter Vergleich. Ja, der Demokratie. Aber eigentlich ein positives Bild. Wer dann ein negatives Bild hat, ist Karol II., der dann eben Diktator geworden ist. Er hatte auch, einerseits gibt es Dinge, die er einfach nicht im Griff hatte. Andererseits führte er eine morganatische Ehe noch dazu, dann mit einer Jüdin. Da gab es dann auch sofort die Gerüchte des im Hintergrund Regierens und so. Also da wird es dann viel schwieriger. Zum Teil verschuldet, zum Teil unverschuldet. Weitere Fragen? Ich habe nur eine Verständnisfrage. Ich habe nicht ganz verstanden, wie ist es weiter auch nach 1933 gelungen, überhaupt an der Macht zu bleiben? Habe ich nicht genau verstanden. Er war dann auch nicht mehr, also er war letztlich dann ein Politiker wie alle anderen, hat dann eben seine rumänische Front gegründet, die halt so ein bisschen so halb faschistisch war, also mit Anleihen. Die war eigentlich jetzt in der Masse nicht sehr erfolgreich, das war aber nicht so wichtig. Wichtig war dann er war eigentlich sehr königsnahe und hat eigentlich da viel vorbereitet. Das ist vielleicht auch, übersieht man immer, dass der eigentliche Kampf in den 30ern Faschisten gegen andere Autoritäre war. Also es gab hier keinen Demokratie gegen Autoritarismus Kampf mehr. Es gab eigentlich nur mehr einen königlichen Autoritarismus gegen einen faschistischen Zugang. Ja, und weiter hat er eher so eine wieder König-Dynastietreue Rolle gespielt und darum ist er dann belohnt worden mit 1940 mit ein paar Ämtern. Vielleicht noch abschließend eine Frage von mir, weil ich an den Vortrag vom letzten Mal anknüpfen möchte, wo Nathalie Stegmann über diese Verschränkung von Nationswerdung und allgemeiner Wahlrechtsbewegung eben auch gesprochen hat in Polen und in der Tschechoslowakei, der da ja mit einem sehr frühen allgemeinen Wahlrecht auch für die Frauen geendet hat. Und vielleicht könnten Sie kurz etwas sagen, wie die Entwicklung in Rumänien verlaufen ist und wo auch ein bisschen die Gründe liegen, dass es anders war. Spielte gerade die Konfessionalisierung, die Regionalisierung als Thema eine wichtige Rolle? Auch ein Thema, das ich leider hier herausstreichen musste. Es wird ja versprochen in Alba Iulia. Und dann geht es schon los mit den Verhandlungen, mit den Vereinigungsverhandlungen und dann fällt tatsächlich der Satz, wir können das nicht machen, die im Altreich verkraften das nicht. Wir sind noch nicht so weit. Das ist der typische Satz dann, allgemeines Wahlrecht für Frauen, das ist einfach noch nicht drinnen, es ist zu früh. Die Regierung die Manju-Regierung beginnt dann auf lokaler Ebene, dann dürfen Frauen zum ersten Mal wählen auf Gemeindeebene. Und der Erste, der das allgemeine Wahlrecht für Frauen umsetzt, ist der König in seiner Diktatur. War natürlich keine echt demokratische Wahl, aber da war es zum ersten Mal landesweit so weit, dass Frauen abstimmen durften. Also sie hatten das Aktive, aber nicht das Passive. Oder ja, natürlich auch, nur das Aktive. Alles klar. Ja, wenn keine weiteren Fragen, dann möchte ich unserem Referenten nochmal ganz herzlich danken für diesen sehr spannenden Vortrag. Ihnen möchte ich danken fürs Kommen. Wer nochmal was nachhören will, ab morgen sollte der Podcast auch bereitstehen und in 2 Wochen geht es weiter mit dem Vortrag von Wolfgang Höppgen zum Zwischenkriegszeit Jugoslawien. Sicher auch ein spannendes Thema, ebenfalls mit Minderheiten, unterschiedlichen Konfessionen, also da ist das Surfen wir direkt ein bisschen nach Westen. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.